Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Ionetor. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir alle Nebenmissionen schon durch und abgeschlossen? Ich schau mal kurz nach, wir sind ja eh direkt beim Professor, deswegen. Wir sind nur ein kurzer Umweg. Keine Aufträge verfügbar, okay. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Oh, ihr kommt genau richtig. Ich habe etwas gefunden. Es gibt eine Möglichkeit, auf den Mond zu gelangen. Geht nach Crossforstheim. Dort gibt es eine große Kanone, die ihr benutzen könnt. Wir sollen also mit einer großen Kanone zum Mond fliegen? Genaueres kann ich euch auch nicht sagen. Es gibt Aufzeichnungen von einem Forscher, der Crossforstheim besucht hat. Crossforstheim. Sie besagen, dass man mit dieser Kanone jeden beliebigen Ort erreichen kann. Also auch den Mond. Und wo ist dieses Crossforstheim? In den Katakomben soll es eine Röhre nach Crossforstheim geben. Aber diese Röhre ist offensichtlich sehr gut versteckt. Nach meinen Informationen braucht man den Ultrahammer, um dort hineinzukommen. Den Ultrahammer? Den haben wir doch schon. Ach so, worauf wartet ihr dann noch? Benutzt den Hammer und findet einen Weg nach Crossforstheim. Ich spreche das jetzt mal falsch aus. Alles klar, Bomber auf nach Crossforstheim. Ach, eins noch. Die Bomboms, die in Crossforstheim leben, sind etwas mürrisch. Es ist durchaus vorstellbar, dass sie euch nicht gestatten, die Kanonen zu benutzen. Gebt also euer Bestes, findet das letzte Sternjuwel und viel Glück. Oh, Junge. Nachdem wir mal eh schon hier in den Katakomben sind, können wir ja mal kurz gucken, was wir unsere Sternsplitter kriegen. Welchen Ort möchtest du haben? Komm, nimm mal Kraft plus P. Vielleicht auch Sparblüter. Haben wir auch mal etwas ausgegeben. So, dann gehe ich auch mal kurz meinen Zauber erweitern. Dass das die richtige Röhre ist. Das ist auch nicht die richtige Röhre. Das müsste die richtige Röhre sein. Wenn wir schon mal hier sind. Können wir auch unser Zauber mal wieder erneuern. Dem winkt das Glück, den ich erwähle und einen Zauberspruch erzähle. Uns allen ist begrenzt die Zeit. Bist du für einen Zauber bereit? Sieh hier, es ist schon begrenzt die Zeit. Du schreist vor Zauber hell und rein. Darfst du trotzdem noch ein Sprichteil sein? Hervorragend, genial. Auf welchen Spruch fällt deine Wahl? Am besten der mit der höchsten Zahl. So, Denne, wir sind bereit. Ich bin mir sicher, von meiner Macht nehmen sich deine Gegner in Acht. Selbst wilde Bestien werden weichen, beim Anblick meines Zaubers erbleichen. Also gut, bis später dann. Wir sehen uns wieder irgendwann. I love this game. Ist auch noch eine Truhe. Und jetzt kommen wir auch dahin.
stimmt ja, ich muss darüber fliegen. Verteidiger P. Die Verteidigung steigt um 1. Wie viel kostet er? Puh. Halleluja. Ich will mal davon ausgehen, dass die Röhre gemeint ist. Denn immerhin kommt man sonst nicht so hin. Oh, Sternspitze. Best End, seriously. Dann noch mal komplett raus. Wir werden die Röhre schon noch finden. Irgendwann. Irgendwo. Irgendwann. Irgendwo. So, dann gehen wir halt eben zum Westend rüber. Mal eben ein paar Ladebalken mehr. Wird uns auch nicht stören. Geht ja schnell. Das geht ja alles schnell. Bin gespannt, ob wir auch wieder auf Pinguine treffen. Pinguin? Ich hätte so gerne so einen Pinguin-Partner. Das sieht doch so verdächtig aus. Hui. Oh. Eine Signe der Sonne. In dieser Richtung scheint es was für... Oh ne, jetzt bin ich schon wieder hier. Oh nee. Die Röhre sein.
Okay, irgendwo hier. Dann diese Richtung. Gucken, ist hier vielleicht was? Wo hast du gesagt? In dieser Gegend, okay. Jetzt in dieser Gegend. Da oben. Ich kann noch darüber fliegen, das Yoshi deswegen. Das hasse ich, dass man dann auf einmal runterfliegt. Bin zu blöd dafür. Warum kommt man denn da hin? Wie komme ich da hin? Neuer Gegner? Nö. Nee. Dann mach ich mal kurz die Maus schnell hier. Wunderschön. Oh, 7 Schaden. Nochmal erbieten. Und du kannst dann auch schon machen.
Da oben. So, jetzt kommen wir nicht mehr da hoch, ne? Hier ist doch nichts. Hey, komm schon. Wie soll ich denn da in die Röhre kommen? Ganz ehrlich. Wenn ich runterspringe, passiert doch ein bisschen nichts. Warte mal kurz. Blöcke. Was ist davon? Ich hab Kontern gedrückt. Warum mache ich jetzt auf einmal solche Stadtteile? Eine Sparbüte. Okay. Warte mal kurz. Hätte es sein können. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal machen? So kann man auch 20 Minuten umkriegen. I'm so sorry. Nein, ich brauche Yoshi. So, ab in die Röhre. Und ein Abenteuer in ein neues Kapitel. Kapitel Nummer 7. Der Weg zum Mond. Oh, ist das kalt. Oh, schweinekalt, oder? Los, Bomber, vorwärts.
Bis Großfrostheim ist garantiert nicht mehr weit. So, mal speichern. Ganz in der Nähe scheint etwas zu sein. Okay, in dieser Richtung gibt es noch was. Eine Münze. Laut meinem Partner ist doch was da. Hey. Was zum Henker? Hier ist doch nichts. Dann gibt hier irgendwas, aber hier ist doch nichts. Muss denn hier bitte schon ein Item noch sein? Ich wäre schon mindestens bessere Tipps geben. Wieso? Man muss hier springen. Ja, komm, hier ist kein Item. Das habe ich gesehen. Mein Gott, jetzt spring doch dahin. Es macht mich ein bisschen aggro. Entschuldigung. Austauschen. Eisschnupf. Das ist ein Eisschnupf. Eisschnupf sind Schnips, die du in kalten Gegenden triffst. Maximale KP 9, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Sie greifen dich frontal an oder mit kaltem Wind. Die kalten Winde frieren es ein, also sollten wir ihnen so gut wie möglich ausweichen. Frontalangriffe gegen aufgeladene Eisschnüpfe schaden dem Angreifer. Und es kommt noch schlimmer. Wenn du sie mit Eisattacken angreifst, absorbieren sie diese. Am besten benutzt du gegen die Eisschnupfs übrigens Feuerattacken.